Moin Moin Leute, heute gibt es eine weitere News zu F1 2018 und auch viele von euch haben schon gefragt, wie sieht es mit den Classic Cars aus, und da hieß es von Lee Mather, dass nach der E3 noch ein bisschen was bekannt gegeben werden würde, und zack, Codemasters hat sich dran gehalten, es wurde der Brown GP und der Williams FW25 aus dem Jahre 2003 angekündigt, und ich würde sagen, wir schauen erstmal in den Trailer. Wir sehen im Trailer den Brown GP von 2009, mit dem wurde Jenson Button Fahrermeister und mit Rubens Barrichello als Teamkollege auch Konstrukteursmeister. Im nächsten Jahr wurde das Team dann von Mercedes Petronas aufgekauft, und wir sehen außerdem den Williams FW25 aus dem Jahr 2003, übrigens mit den offiziellen Grafikeinblendungen auch der FOM, also auch eine sehr schöne Sache. Die sieht man dann links unten, wenn die Fahrzeuge dann frisch erscheinen. Und das Fahrzeug ist dann quasi bis kurz vor Schluss der Saison noch WM-fähig gewesen. Juan Pablo Montoya hatte in dem Jahr 82 Punkte erzielt, Raikkonen 91 Pünktchen und Michael Schumacher 93. Das war eine legendäre Saison. In dem Jahr war Ferrari dann zumindest für die Schumacher-Weltmeisterjahre rekordverdächtig schwach, und McLaren und Williams konnten dann die Chance nutzen, da ein bisschen ranzukommen. Und das Coole hierbei ist, dass das eines der ganz wenigen Nicht-Weltmeisterfahrzeuge ist. Insofern die Hoffnung, dass beispielsweise in 2005er McLaren noch kommt, die besteht auf jeden Fall. Die Fahrzeuge sind für Vorsteller dann verfügbar. Wahrscheinlich werden die auch nachträglich noch als DLC-Paket verfügbar sein. Wenn ihr aber schon garantiert wisst, ey, ich habe Bock auf das Game, ich werde F1 2018 vorbestellen, in der Beschreibung findet ihr einen Link dazu. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gern ein Däumchen nach oben da lassen, und wir sehen uns dann bei den nächsten Ankündigungen von F1 2018. Danke, dass ihr dabei wart, und haut rein, bis demnächst.